Our whole universe was in a hot, dense state. And nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, Earth began to cool, the arthropods began to do Neanderthals. Developed tools, we built a wall, we built a pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery. And all started with a big gang. Gang! Einen wunderschönen Tag. Willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Ein neuer Vlog, ein neues Video. Und wir nehmen euch ab jetzt immer wieder so mit. Zeigen euch ein paar Einblicke aus unserem Alltag in der Firma. Und heute geht's wie gesagt nach Graz. Bouncy hat sein Konzert heute dort und wir sind treue Begleiter des Ganzen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Demnächst wird es immer so weitergehen und ihr werdet dieses Gesicht und alle anderen Gesichter öfters sehen. Bah! Yo, yo, Leute, was geht? Wir sind gerade am Weg nach Graz zur Bouncy Show im Thalia. Und dann ist der Resort. Schauen wir einfach mal weiter. Schauen wir, was heute der Tag noch so bringt. Was macht denn der Yasin da? Das kannst du nicht, gell, Sina? Das kannst du nicht. Einfach irgendwo hinpinkeln. Ich kann schon. Ich kann schon. Im Stehen? Auch? Ja. Das ist geil. Ich wusste, dass du einen Schwanz hast. Sie heißt eigentlich Sinan. Sinan G. Ja, er soll erzählen, er ist Hometown gerade. So, hier. Wir haben Jako, sagen wir. Was passiert hier? Hier ist Schwedenplatz von Wien. Wen treffen wir jetzt? Bouncy und die üblichen Verdächtigen. Haben wir die Verdächtigen hier? Ja. Oh mein Gott! Sehr gut, wir haben hier. Baby, komm. Ha, na, 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 ha. Bobby hat seine Vorliebe für englische Songs auf Deutsch zu übersetzen. Sprachen lernen, Bubble. Auf Deutsch zu übersetzen. Das macht er gerne. Das liebe ich. Gleich zerstören. Ich bin sicherlich dort. Nee. Auf Ersten, unser Bruder hat heute einen Auftritt. Star-Fotograf. Das sind Drillers jetzt, ja. Was soll ich dir sagen? Sina, sag mal was dazu. Du hast mir Feuerwehr geklaut. Ich bin böse. So, schleich dich jetzt. Sie gibt dir jetzt auch. Nein! Was ist das? Was ist das? Liebe unter anderem. Liebe, Schmerz. Oh. Liebe, Schmerz. Erst bist du dieser Too Much Pose? Nein. Schau, dass du rauskommst von hier, das ist meine Stadt, Mann. Ich mach diese Ronaldo, Bruder. Was? Und diese Messi-Leute, sie waren so gusch. Und dann, nach 10 Jahren, Bruder, er kommt, er rächt zuerst sein großes Vorbild. Und dann hat er gesagt, fickt euch am Nack. Problem. Schuld an allem sind die Ausländer. Die kommen her, über die Grenzen, geschwummen und das Wasser rinnt aus. Na klar. Riesen Ganja, Alter. Das passiert nur in Österreich. Da kommen sie her, kommen sie alle her. Ich glaube, ich habe drei am Baum. Es ist ja wirklich ein Wahnsinn da. Brav am Konsumieren sind sie. Natürlich, die Patschaken. Ha? Hast du auf den Jungs? Bobby, start jetzt. Tina, ich bin keine Basic Bitch, nur Big Booty, so wie Ebola Danger. Fliege nach Paris mit meinen Day Ones, MOB im Room, es gibt Danger, Danger. Kelly packst du mit Purpose, Trace back, come back, wins für die Lakers. Dein Baby Girl hat jetzt Heartbreaks, nenn es den Bouncy Flavor. Ja, ich muss kurz drauf, Bitch. Aber ich bin keine Ho. Ganz einfach, Yasu. Ich verstehe bis heute nicht, wieso ich mir das jedes Mal so antue. Oh ja, schauen wir mal, was die anderen machen. Göttingen Morgen! Wie kannst du dir heute gut sagen, dass du oft liebe? Wofür bist du da, Alter? Kein Kommentar. Ja.
endlich wieder zurück. Die Party war viel zu anstrengend. Jetzt heißt es fertig machen, dann ins Office. Kundenakquise steht heute an und danach Meeting um 13 Uhr. Das ist Sheriff. So, wie viele Partys haben wir dieses Jahr gemacht? Kann man das irgendwie dieses Jahr ausrechnen? Ja. Ich war nicht letztes dabei. Jahr. Schätzungsweise oder exakt? Exakt. Kannst du das rausfinden, während ich da. Danke. Vielleicht kannst du dich auch mal dazu hauen wegen Westernsakquise und so. Schade, yes, also, ich dachte, das ist eigentlich das Meeting wegen dem. Ja, ja. Darauf gehen wir jetzt an. Wir kommen jetzt dorthin. Ja? Ja. Schön ist das. Aber ich brauche ja schon einen Motivationsjoy. Ich wollte. So, wir sind noch immer am Meeting halten und das Ganze geht gerade darum, dass wir für einen Podcast Tischstative brauchen. Was heißt lustig? Wie pussy bist du manchmal? Was für lustig, Mann. Bruder, das ist ja nicht mal böse gemeint, aber du manchmal mit Chaya, ich sag was und du nimmst es ernst. Ich hab, nur, ich hab dich da rausgenommen, weil ich nicht weiß, wie viel Zeit du hast. Warum nimmst du das auf, Junge? Okay. Das wurde bei mir auch aufgenommen. Und er sagt, also, das pussy wird genau hier. Halt alles fest. Noch eins schon nach. Das ist Drama. Leute, Drama. Schau mal, wenn da jetzt reinkommen. Drama, Drama! Leute, ihr könnt sich nicht holen. Setzen sich dahin, jeder holt das, was er will. Ich esse heute zum zweiten Mal KFC. Bin stolz darauf. Der Colonel ist auch stolz auf mich, oben im Himmel. Sponsert jetzt, was ist das überhaupt? Sogar danke, Colonel. Danke, Colonel. Rezept hat er von einem Schwarzen bekommen. Ja, wahrscheinlich. Mahlzeit. Hallo, komm ich zur Stelle, ich liebe FIFA. Andauernd aufs Maul von mir bei FIFA, obwohl jetzt, ich nicht einmal FIFA perfekt spiele. Jetzt haben wir Kamera direkt im Block. Komm, mach an die Scheiße. Hallo, hallo, du hast auch letztens aufs Maul bekommen, sehr leise. Du hast aufs Maul bekommen. Was redet er überhaupt? Wie ist das so, als Verlierer? Hm? Du bist der Nächste, mein Freund. Bist du bereit zu verlieren? So. So werde ich jubeln da. Dieser Pokal gehört nur mir! Bist du deppert? Was für ein Icky-Decke! Was ist das für ein... Jesus! Bist du deppert? Muss doch, Mann! Da leise! Ja, den Homara, du Arschloch! Ja! Stehst du auf, ja? Wie fühlst du dich nach dem 3-0? Gut. Gut? Ja, ja. Weil ich bin noch immer in Führung, weil ich habe ihn letztens... Wie oft? Dreimal hintereinander. Bist du deppert? Was passiert hier? Das ist unglaublich. Mashallah, what a head. Ah! Fickt euch! Hallo. Na, mir reicht's doch langsam mit dem Scheißspiel, Alter. Die PlayStation wird wieder verkauft, die Firma wird aufgelöst. Jo, was geht? Eine Woche Sendepause. Jetzt bin ich wieder zurück. Ich war eine Woche krank. Jetzt hast du das zusammenpacken. Und zu Bobby fahren, weil er erwartet mich zu Hause. Jetzt rufen wir den jungen Herrn mal an, weil ich immer wieder vergesse, wo man anläutet. Wo bleibst du? What the fuck? ey, wo läute ich an und was ist der Code nochmal? Passt. Gut. Passt. Ciao. Welcome to my crib. Der bekommt jetzt eindeutig nur 3 Sterne, weil der Wichser meine Frau da fast auf der Straße rauslassen hat. Was ist mit ihm, Alter? Aber was ist das für eine Baustelle hier? Hallo, servus! Ja, was? Hi! Buongiorno, Telecom Italia, tutti gentare, buonasera, poco poco italiano. Ich bin wieder zurück. Alles. Wir haben 6 Tage gemacht, Jungs. Ende des Jahres 10K. Weil der Sommer wird wild. Ihr werdet sehen, die Situation wird alles übernehmen, die ganze Welt. Gib mir. Uno. Hey! Hast du schon geglaubt, dass er einstecken kann? Hast du schon. Aha! Bist du deppert? Uno! Das ist der letzte Zug. Ihr schaut zuerst. Was ist das? Fuck. Hier, ich spür schon. Fuck, fuck, fuck. Na? Das wird nichts. Es beginnt wieder von neu. Ihr habt mehr Karten als davor. Okay. Rot. Rot. Das war super. Das war super, aber ich...
Das gibt's ja gar nicht. Schau einen an. Schau einen an. Er muss ziehen. Schau, wie schon da sitzt, Mann. Siehst du diesen Struggle in mir? Sag es. Gelb. Ah. Berechnet, Bit Motherfucker. Er hatte keine Geld. Das ist Berechnung. Uno, Motherfucker. Er kann gerade keine Geld. Unangenehm. Jetzt geht das los, meine Lieben Damen und Herren. Biambo. Let's go. Biambo. Nicht sit down. What? Hallo, ich wollte nur sagen, dass es gerade 6.15 Uhr ist und wir noch immer in diesem Club sind. So, es ist fucking Donnerstag und wir zwei haben uns das letzte Mal am Samstag gesehen. Jetzt geht's wieder ins Office, weil ich weiß nicht warum. Wir müssen hin. Ah, Bobby wollte Stress. Oh, Servus. Alles gut? Aber ja, tatsächlich, ich war... Hallo. Sag's ab. Auf einmal Ace Producer geworden. Ich will alles, was ihr braucht. Das ist pure Arbeit. Es gehen halt gerade 15 Sachen gleichzeitig. Das stimmt. Ist gut, aber... Nur schlecht. Nervenzusammenbruch incoming. Na gut, redet jetzt nicht so negativ. Ich grüße euch, gerade noch am PC gesessen und im Schnitt gewesen, im Vorschnitt. Aber der Schnitt mal beiseite. Was jetzt ansteht ist, in ein paar Stunden geht's los, heißt es Lithuation XJD. Ein zweites Mal, weil das erste Mal ja so super war mit uns, will man ja natürlich ein zweites Mal auch mit uns feiern. Ist doch klar. Das ist kritisch jetzt wieder mit der Technik, gell? Ich bin ja so ein Mann von der alten Schule, also ich brauche sowas, brauche ich gar nicht. Das. Brauche ich nicht mehr. Weg ist. Zack, weg. So das einfach. Zählt. Das und das. Haben wir einen Namen? Den sage ich euch heute leider nicht, aber bleibt dran vielleicht. Irgendwann kommt das Geheimnis, wie die heißen. Und Gott bewahre, dass ich die eh einsetzen muss. Gell? Da greife ich doch lieber wieder zum Handy, meine Damen und Herren. Was geht denn hier ab, Mensch? Hallo. Wir machen einen Punsch für die Leute. Das ist ein Punschfest. Ein Punschfest. Für die Community. Schreib aus. Ohne Spaß. Bruder, wir machen nur Punsch. Wir machen nichts anderes. Ja, nur Zimbo. Ganze Nacht haben wir so geht, Alter. Meine Hose ist runter, ja? Arsch ist so tut weh, Alter. Bruder, erfolgreicher Abend auf jeden Fall. Erstmal Punsch, hat super geklappt. Die Leute haben es dankend angenommen. Und die Party ist wild. Danke JD für die Kooperation. Für die Liebe. Wo bleiben die Schuhe? Wo bleiben die Schuhe? Unser Team braucht neue Schuhe, Tracksuits, alles Mögliche. Sag's Bescheid. Be loyal, be smart. We appreciate that. Es ist der 31.01. Heute ist mein Geburtstag und wir gehen mit den ganzen Jungs und Mädels heute Lasertag spielen. Wie viel darf man schlagen? 5 Schläge für 2 Euro. Macht nichts. Tut doch nicht weh. Eine Runde noch. Ich bin auch voll verschwitzt. Aber jetzt spielen wir das Spiel, ohne dass man 5 Sekunden am selben Fleck sein darf. Ja. Bro, das ist. Das ist Krieg! Krieg ist das! Sieger. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Alle haben geschummelt.
Wir sind die wahren Gewinner. Ja. Hast du das auch verloren? Die Geburtstagskinder? Okay. Schämt euch, ihr habt gegen die Geburtstagskinder gewonnen. Schämen solltet ihr euch. Ich habe für dich gekämpft. Das ist mein Siegestrag, ich kann nicht verlieren. Das habe ich von Kobe Bryant gelernt. Feinichtiger Penner. Warte. Richtiger Penner. Findest du das gut, dass du solche Fotos von mir auf Instagram postest? Damit jeder weiß, dass ich dich liebe. So beweist er seine Liebe gerade zu mir. Einfach exposen, wie hässlich ich damals war. Nein, Bruder, du warst ein schöner Mann. Für die Zeit war das da. Stimmt. Für die Zeit war das da. Kann man nichts sagen. Nur recht oder recht. Anna. Happy Birthday, lieber Marcel und Yasin! Happy Birthday! So, jetzt habt ihr einen Monat von uns gesehen. So schaut ein Monat bei uns aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Seid gespannt, es kommt immer mehr. Also jedes Monat ein Video. Gang, gang, gang. Cash against the gang. Wir übernehmen ganz Wien und die ganze Welt. Ey!